Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, multiples Politikversagen, Chaos-Corona-Club, der Verhinderungsgipfel. Die Schlagzeilen zur jüngsten Runde der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten, ja, die Schlagzeilen sind genauso vernichtend wie die Ergebnisse für die Tourismusbranche in Deutschland. Die Enttäuschung ist riesengroß, egal mit wem man spricht. Nach den Herbst- und Weihnachtsferien fällt nun für Millionen von Menschen auch noch Ostern ins Wasser. Nicht einmal kontaktarmer Urlaub auf dem Campingplatz oder in einer Ferienwohnung sind möglich. Was für eine politische Bankrotterklärung dieser Bundesregierung. Schwarz-Rot hat erkennbar, meine Damen und Herren, keinen Plan. Und für diese Planlosigkeit müssen Hunderttausende Betriebe in der Veranstaltungswirtschaft, in der Reisewirtschaft, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Foodservice-Bereich und auch die Ferienhausbetreiber, für die müssen sie bitterböse bezahlen. Ihre finanziellen Ressourcen sind aufgebraucht, sie stehen vor dem wirtschaftlichen Abgrund. Aber anstatt den besten Gastgebern der Welt jetzt endlich mal eine verlässliche Perspektive zu geben, straft diese Bundesregierung eine der Top-Branchen in Deutschland mit absoluter Nichtbeachtung. Der für Tourismus zuständige Minister Peter Altmaier, tja, mal wieder abgetaucht und heute Abend mal wieder nicht anwesend. Mehr Desinteresse geht nun wirklich nicht. Als Sprecher für Tourismus möchte ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen, Urlaub im In- und Ausland ist in Verbindung mit Tests und klugen Hygienekonzepten absolut möglich. Reisen ist kein Pandemietreiber, wie jüngst ja Ihre Experten vom Robert-Koch-Institut noch einmal bestätigt haben. Die Branche hat ihre Hausaufgaben gemacht. Wann erledigen Altmaier, Scholz und Co. eigentlich ihre? Und hören Sie auf, meine Damen und Herren, hören Sie auf, Auslandsreisen zu verteufeln. Entweder ist eine Destination ein Risikogebiet oder sie ist es eben nicht. Mallorca als Urlaubsziel freizuschalten und freizugeben und im gleichen Atemzug vor genau Reisen dorthin zu warnen, das zeigt doch nur die Absurdität Ihres Krisenmanagements. Und wer jetzt noch ein generelles Verbot von Auslandsreisen prüft, der ist an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Jeder, der Ahnung hat, kann da noch nur mit dem Kopf schütteln. Meine Damen, meine Herren, der FDP liegt die mittelständisch geprägte Tourismuswirtschaft mit all ihren hervorragenden, großartigen Betrieben und ihren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr am Herzen. Deswegen wollen wir mit dem Antrag, den wir heute vorgelegt haben, einen gangbaren Weg aus dieser Krise aufzeigen. Übrigens, jeder in der Branche ist auch bereit, bei der Corona-Bekämpfung mitzumachen. Wir Freie Demokraten wollen auch nicht morgen alles auf einmal aufmachen, falls das gleich als Totschlagargument wieder in dieser Debatte kommt. Aber die Menschen warten händeringend, die Branche wartet händeringend auf eine verlässliche Perspektive und auf einen Plan. Und genau dieser Plan ist überfällig, vor allem wenn man bedenkt, dass laut jüngster IFO-Konjunkturumfrage 8 von 10 Betrieben, ich wiederhole, 8 von 10 Betrieben existenzbedroht sind. Lassen Sie mich daher 3 Punkte aus unserem Antrag herausgreifen. Wir fordern erstens umgehend einen bundesweiten Stufenplan für den Neustart des Tourismus. Und das bitte in enger Abstimmung mit der Branche, denn die haben sich unglaublich viele Gedanken gemacht und unglaublich viele gute Konzepte auf den Tisch gelegt. Sprechen Sie doch endlich mal mit denen. Zweitens benötigen wir einen Kurswechsel bei den Wirtschaftshilfen und einen Unternehmerlohn. Wir schlagen vor, die Hilfe über die Finanzämter auszuzahlen und als Berechnungsgrundlage den Rückgang vom Betriebsergebnis zu nehmen, Stichwort Kieler Modell. Damit garantieren wir übrigens auch, dass die mittelständisch geprägten, familiengeführten Hotelketten nicht weiter leer ausgehen, nämlich die haben bislang gar nichts gesehen. Denen müssen wir genauso helfen. Das Verbot von touristischen Übernachtungen wollen wir drittens unter der Voraussetzung von effektiven Hygienekonzepten aufheben. Gleiches gilt für die Gastronomie, stufenweise außen wie innen. Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, stupides Wegsperren, unsinnige Reiseverbote und massive Eingriffe in unsere Freiheits- und Bürgerrechte sind keine Antwort auf diese Pandemie. Impfen hingegen schon. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Daher nutzen Sie endlich die Möglichkeiten, die Impfkampagne zu beschleunigen. Nur so können wir einen erfolgreichen Neustart für die Tourismusbranche mit über 3 Millionen Beschäftigten in diesem Jahr garantieren. Tja.
bin schon gebeutelt mit Mitgliedern meiner eigenen Fraktion insofern. Nächster Redner ist der Kollege Michael Donn, CDU-CSU-Fraktion.